Ja, hallo und ein herzliches Grüß Gott zu einem neuen Videoformat der Easygoing GmbH. Auch in Zeiten wie diesen, wo wir eher sich zu Hause befinden sollten, als draußen unterwegs zu sein, braucht man einfach auch ein bisschen Unterhaltung und positive Energie. Die wollen wir mit dem Format ein bisschen forcieren und verbreiten. Wir haben die Fahrt ins Blaue kreiert, um schöne Erinnerungen mit euch zu teilen, um eure Erinnerungen mit der Community zu teilen. Und zwar geht es darum, über ein Videotelefonat, das wir aufzeichnen, diese Erinnerungen und Geschichten Revue passieren zu lassen. Es geht um eure Reisen, eure Erlebnisse und die wollen wir für alle ein bisschen erlebbar machen. Als ersten Gast bei unserer Premiere bei Fahrt ins Blaue mit Easygoing darf ich den Michael begrüßen. Ich freue mich recht, dass er heute nicht nur hinter der Kamera, sondern auch einmal vor der Kamera ist und uns von seiner Westbalkanreise erzählt. In diesem Sinne, Schluss mit dem Intro. Steigen wir gleich in unser Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr eine Geschichte habt, dann rührt euch einfach bei uns. Servus Michael, grüß dich Michael. Wir probieren das jetzt da einfach mal. Wer bist du denn? Überhaupt, ja, ich bin der Michael. Hallo, wir kennen uns ja eh schon mittlerweile eine Zeit lang von dem ein Wir oder schauen. anderen Video. Ich meine, ich habe letztes Jahr einen T5 gekauft und dann von euch umbauen lassen und so sind wir eigentlich irgendwie in Kontakt gekommen. Ja. Dann ist weitergegangen, dass wir unseren YouTube-Channel gestartet haben miteinander. Und für die, die es vielleicht auch interessiert, der Michael ist zumeist noch der Mann hinter der Kamera bei uns und unterstützt uns da tatkräftig. Gut, Michael, ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet, die uns interessieren, wo uns du vielleicht ein paar Infos geben kannst. Und zwar, es geht um Reiseberichte. Zuerst möchten wir aber wissen, was ist dein Basisfahrzeug, das du fährst? Ja, ich fahre den Roamer Johnny. Ich glaube, wir können uns da ein Video anschauen dazu. Ist ein 2014er T5, ist höher gelegt worden, ist im Cycle eben verändert worden mit einem anderen Fahrwerk und einem Getriebe. Ja, den habe ich seit Ende 2018 und waren damit schon einiges unterwegs, waren Italien, Slowenien, Frankreich, Albanien, also dann schon ein bisschen herumgekommen, seitdem ihr und letztes Jahr den Ausbau gemacht habt. Jawohl, das hört sich sehr spannend an. Auch die Geländegängigkeit von deinem Fahrzeug ist ja das Besondere davon. Genau. Von welcher Reise möchtest du heute erzählen? Das letzte Größere, was wir gemacht haben, war Albanien, wo wir im September des Vorjahres waren. Wir waren 3 Wochen in Albanien, sind den Weg natürlich runtergefahren, sind über den Westbalkan runtergefahren, also über Ungarn, Serbien, Montenegro, dann haben einige Zeit in Albanien herumgekurvt und sind dann auch nur nach Nordmazedonien kämen, nach Griechenland, nach Kroatien und Slowenien kann man dann heimfahren. Also war schon fast eher eine Westbalkanreise, also reine Albanienreise. Das hört sich noch einige Kilometer an. Wie lang warst du da in Summe unterwegs für diese Reise? 3 Wochen. 3 Wochen. Und diese 3 Wochen, wenn du jetzt sagst, okay, wer anderes möchte auch diese Reise machen, einer von unseren Zuseher zum Beispiel, dann würdest du sagen, in diese 3 Wochen ist das ein gutes Reiseziel. Da bringt man das gut durch, ohne zu viel Stress. Oder sagst du, es ist eher knappig mit den Reisetagen? Ich glaube, dass das schon sehr persönlich auch ist. Für mich ist es eigentlich schon so, dass ich gern viel fahre und ich fahre eigentlich fast jeden Tag. Ich bleibe selten mehrere Tage an einem Ort, sondern bin zumeist, dass ich jeden Tag meine Zelte aufbricht und wieder weiterfahre. So, es waren circa 6000 Kilometer. Man ist schon Zeit beschäftigt. Vor allem, wir waren doch sehr viel Zeit eigentlich ja auch auf Schotterstraßen unterwegs, auf Pisten unterwegs und eigentlich so gut wie gar nicht auf der Autobahn. Also wir sind bis Ungarn bis an die serbische Grenze auf der Autobahn gefahren und dann eigentlich fast durchgehend Bundesstraßen oder kleiner. Und wenn du sagst Bundesstraßen oder kleiner Bundesstraßen findet man nur mit jeder Straßenkarte. Wie habt ihr euch hier auf die Reise, gerade was den Offroad-Charakter betrifft, vorbereitet?
Es gibt recht gute Roadbooks zu dem ganzen Thema. Ich werde auch was in den Show Notes verlinken dazu. MDMOT zum Beispiel machen sehr gute Offroad-Führer sozusagen, wo verschiedene Strecken vorgestellt werden. Die verwende ich sehr oft als Planungsgrundlage für meine Reisen und schaue, wo verlaufen diese vorgeschlagenen Strecken. Und ich stückel die dann so hintereinander, dass sie für mich ein möglichst sinnvolles Bild ergeben, so dass ich zu meinem Ziel kommen und über möglichst viel Schotter fahren kann und nicht so sehr auf größere Straßen muss. Es gibt auf Google Maps auch die Möglichkeit, eigene Karten zu machen mit eigenen Wegpunkten und damit kann man für mich sehr gut diese Planung machen und diese, ich finde es immer so schwierig, weil man hat so viele so Fragmente einer Reise, wo man dann wo man weiß, ich möchte da hier oder da hier und kann dann oft aber gar nicht so genau sagen, wie hängen die zusammen und so, das alles auf einer Karte einzutragen, hilft mir persönlich immer. Wir haben da ja auch ein Android-Radio damals verbaut in den Johnny. Kommt es da zum Einsatz, so wie du das beschreibst? Braucht es sehr da noch an? Ja, absolut. Also das ist dann verbunden, entweder mit dem Hotspot oder mit der eigenen SIM-Karte und dann wird auch Google Maps verwendet. Ich verwende dann auch andere Navigations- und Tracking-Software, die mir die GPS-Daten mittrackt, sodass ich es auch nachvollziehen kann, wo ich war und dass ich Routen, die wirklich nur von GPS-Daten kennen, auch verfolgen kann. Es ist oft mühsam für mich, wenn man eine Routenbeschreibung hat und da heißt es dann, man möge beim nächsten Kuhgatter rechts abbiegen, das immer im Blick zu halten. Da finde ich es immer angenehmer, wenn man da GPS-Daten hat, denen man einfach verfolgen kann. Wenn du jetzt so einen Wegpunkt hernimmst auf deiner quasi Westbalkanroute, welchen würdest du mir empfehlen? Wo würdest du die Nadel hinstecken und sag, fahr dorthin? Auf der Reise dorthin siehst du sicher Sachen, aber das ist so ein Special bis dahin auf alle Fälle und nicht kürzer. Was für mich ganz besonders war, und das habe ich fast in jedem Land, ich habe immer das Faible, ich würde gerne den höchsten Berg des Landes besteigen. Und wir waren da in Albanien am Berg Korab. Der ist nicht wahnsinnig hoch, aber war doch ein sehr, sehr spannender Aufstieg und ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Tour. Und man hat schon sehr, nachdem der sehr, sehr prominent ist, man sieht sehr gut herum. Das war für mich schon spannend. Und dieser Ort ist noch. Ist so ein kleiner Ort namens Radomiere, der ist noch irrsinnig untouristisch eigentlich. Da gibt es nur ein paar Airbnbs und ja, wie wir dort waren, ist da das erste Mal, dass die Karte eröffnet worden, wo ich da von einem großen, wo ein großes Schild oder mit einer Karte der Umgebung montiert war. Und dann waren halt lauter lokale Journalisten da, die das fotografiert haben und ich als Touri habe mir nachher dazustellen müssen und mir das erklären lassen. Genau so war das. War ein wichtiges Erlebnis. Also ich habe es Geil. irgendwo in der albanischen Regionalzeitung geschafft. Super. Ja, das wäre eine meiner nächsten Fragen. Das lustigste Erlebnis auf deiner Van-Reise war? Das lustigste Erlebnis. Naja, lustig mehr oder weniger war, wir haben. War sehr clever von uns und unsere grüne Versicherungskarte nicht mitgenommen, weil wir die zu Hause vergessen haben und da hätten wir fast nicht einreisen dürfen. Aber glücklicherweise hat der Sohn des Grenzbeamten einen Campingplatz gehabt und nachdem wir ihm versprochen haben, wir fahren zu diesem Campingplatz, haben wir auch so einreisen dürfen. Sehr gut. Gibt also auch in Österreich, in Albanien österreichische Lösungen? Ganz genau, es hat exzellent funktioniert. Es war dann später nicht so einfach, wie wir dann nur noch nach Nordmazedonien. Da haben wir uns dann nur über E-Mail in der albanischen Grenze die grüne Versicherungskarte schicken lassen und ausdrucken lassen müssen. Perfekt. Das heißt, ein Pro-Tipp deinerseits an unsere Zuseher. Nehmt diese Karten, auch wenn es nur so leicht vergessen wird, auf alle Fälle mit. Cool. Nach dem lustigsten Erlebnis, was hat dir dann am meisten Kraft gekostet auf der Reise? Was war anstrengend? Zach? Ganz allgemein habe ich bei Albanien ein bisschen schwierig gefunden, dass immer sehr, sehr viel Müll herumliegt. Also der Grad an Verschmutzung ist ja ziemlich hoch. Und bevor ein Land ist, wo man wirklich mit dem Auto an die Strände fahren kann, hat man, was es in Europa kaum noch gibt, hat man wirklich
für mich war das jetzt schwierig, weil dann liegst du da am Strand und das ist wunderschön und du, das ist angenehm warm, aber links und rechts von dir sind alle Badeschlappen und Spritzen und Wasserflaschen und wirklich alles Mögliche. Und das ist halt einfach, dieses durchgehende Maß an Verschmutzung ist schon was, was mich einfach gestört hat, weil das einfach, weil ich das nicht ausblenden habe können. Und es war nicht nur einmal, dass man einfach gemütlich herumfährt und vor einem das Auto vor einem plötzlich liegt der Wasserflaschen aus dem Auto. Also dieses, ja, das, da Diese ist, glaube ich, einfach nur eine andere Nicht-Wertschätzung Wertigkeit. dann wird. Ja. Ja, genau, und einfach, ja, das habe ich als schwierig empfunden. Ja, cool, danke für das Teilen von dem. Das Problem ist, du kannst halt fast nichts dagegen tun. Wo sollst du anfangen? Wo hörst du auf? Du kannst gegen so tief verwurzelte Eigenschaften von einem Land oder von Menschen da einfach sehr schwer angehen. Weil, ja, im Kleinen kannst du das Plastiksackerl beim Wandern aufheben, Eh. aber es bleibt trotzdem da. Eben, Irgendwo. das ist, und irgendwann ist das Touri dann herkommt und dann glaubst du, musst auf Weltverbesserer machen und den ganzen Müll aufglauben, weiß ja nicht, ob das wirklich, ob das wem was bringt letzten Endes. Ja, schwierig, schwierige Sache. Vielleicht machen wir da mal einen Van-Talk zum Thema nachhaltiges Reisen oder bewusstes Reisen. Da gibt es coole Leute da draußen, die wir einladen konnten. Ja, hört sich gut an. Ja, jetzt hat KMH langsam zum Abschluss dieses ganzen Reiseberichtes. Danke vorerst einmal. Deine nächste Reise geht wohin? Ich überlege momentan Norwegen, Schottland, Dänemark, so diese Richtung eher Norden. Wann glaubst du, wird das wieder Realität werden für das? Also die Grenzen sind ja momentan zu. Relativ schwierig. Mein Spanien-Trip wird auch wahrscheinlich eher nichts. Von dem geht Ja, ich jetzt meine, hinaus. ich hoffe auf September, aber man weiß es nicht. Ja, ansonsten gibt es die regionale Route Eben, sozusagen. nach Gunskirchen und retour. Noch. Gunskirchen, Leberstütze. Sehr gut. Ja, deine Message für die Leute da draußen, die uns gerade zuschauen und sich auch in quasi Quarantäne befinden. Ich glaube, das Gute ist, wenn man die Zeit verwendet, dass man nach vorne schaut und sich überlegt, was, wie verbringt man die nächste Zeit mit seinem Van, wie kann man das Van-Life nur besser optimieren im eigenen Umfeld und anfangen, Reisen zu planen, statt dass man sich darüber ärgert, dass man jetzt da eingesperrt ist. Einfach das Positive dran sehen. Ja, wir nehmen auch die Zeit her, um am eigenen Bus zu schrauben. Sehr gut. Gut, ja, danke, Michael. Als Abschluss vielleicht noch, hast du einen Gesprächspartner, der mir auch von einer interessanten Reise erzählen könnte oder uns? Ja, eine gute Freundin von mir, die Rita, war letztes Jahr in Portugal mit ihrem Van, mit mehreren Rädern unterwegs. Das wäre sicher auch ein spannender Partner. Die Rita. Perfekt. Cool. Dann würde mich sehr freuen, wenn du mich und die Rita verbindest. Und in diesem Okay. Sinne möchte ich mich jetzt von dir und auch unseren Zusehern verabschieden. Und wir schauen, dass wir bald wieder so ein Interview, einen Reisebericht in das World Wide Web bringen.